Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Dungeon of the Endless. Ja, es müsste sie heißen, ne? Ist ja ein E am Anfang von Endless. So, ja, dann in welche Richtung starten wir denn? Wie viel Geld haben wir? 56 Industrie, das heißt, wir könnten zwei Räume versorgen. Also zwei Räume gleich am Anfang bebauen und wir können auch zwei Räume mit Energie versorgen. Und der erste Raum ist erstmal nichts, wo wir was drin bauen können. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Na gut, dann ja, gucken wir mal in den Raum hier rein. Da können wir was drin bauen. Es ist, der ist schon mit Energie versorgt? Ja, nice. Schön. Industriemodul rein. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben gucken. Ich sollte nicht die Tür von ihr öffnen lassen. Ja. Potenziell nicht die beste Idee. Okay, wieder ein Raum, in dem wir nichts bauen können. Das ist nicht so schön. Und dafür jetzt einen ganz üblen Verteidiger. Oh! Oh. Lass uns reich werden. Was ist jetzt mit dem Typen da? Kann ich irgendwas mit dem anfangen? Hallo? Habe ich nicht genug Nahrung? Deswegen löst das Gespräch gar nicht erst aus? Oder was ist das jetzt? Ich habe einen Händler getroffen. Und wie handel ich jetzt mit dem? Ja. Nee, ernsthaft, wie handel ich jetzt mit dem? Okay. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich mal in die Steuerung reingucken. Inventar, Spielerliste. Also, das kann man auch zu Merch spielen. Held heilen, M. Held wiederherstellen. Aktive Fähigkeit 1, aktive Fähigkeit 2. Liste der großen Module. Unterstützungsmodule, Angriffsmodule, Störmodule. Mehrere Module bauen. Ah, oh, Shift-Taste. Ja, das macht Sinn. Module entfernen. Raum einschalten. Kristall fokussieren. Achso, dann wahrscheinlich springe ich dann zum Kristall. Wählt alle Hellen aus. Karett, was auch immer Karett ist. Das ist bestimmt der Name für eine bestimmte Taste. Mehrere Helden auswählen. Darauf hätte ich auch kommen können. Gruppe von Helden. Oh, das kann ich. Ich kann Gruppierungen machen. Warum ich jetzt 10 Gruppierungen mit nur 4 Helden machen können sollte, da frage ich mich schon ein bisschen, aber okay. Folgt der Held. Oh, das können wir machen. Oh, das macht natürlich Sachen entspannter. Ein Chat, das ist auch wahrscheinlich nur interessant für. Wie handle ich denn jetzt? Oh, mit rechter Maustaste draufklicken. Na klar. Der hat Intellenz. Freigeschaltet Wissen ist gut. Eine seltsame, aber sehr nützliche schwarze Kiste. Kein Grund zur Panik. What? Häftlingskluft. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Ein Werkzeuggürtel. Oh, hier brauchen wir einen Sechsschüsser. Ah. Okay, okay. Dafür brauchen wir die Wissenschaft. Okay. Ein Werkzeuggürtel. Freigeschaltet Reparatur. Praktisch für handwerkliche Arbeiten an ungewöhnlichen Orten. Aber damit können wir wahrscheinlich dann auch Sachen reparieren. Oh, das ist ja. Das wäre ja episch gut. So, Sekunde. Was hat sie denn eigentlich für Waffen? Kannst du diese Waffe benutzen? Kann sie. Dann kriegt sie die auch, würde ich sagen. Die kaufen wir auf jeden Fall schon mal. So. Das hier erzeugt auch noch eine neue Fähigkeit anscheinend. Und das hier auch. Oh, jetzt will ich nicht alles auf einmal ausgeben. Aber das hier ist sogar grün. Ist bestimmt ein seltener Gegenstand. Freigeschaltet wird Wissen ist gut. Oh. Komm, wir kaufen das. Erste-Hilfe-Kasten.
Dieser erste in einer langen Reihe von Erste-Hilfe-Kästen hat vor allem einen historischen Wert. Sein Inhalt ist schon lange verrottet. Bitte was? Placebo? What? TP-Regeneration. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Gegenstand. Ja, lösen alle passive Fähigkeiten aus. Oh, das ist ja episch. Da kann man ja richtig krasse Sachen mitmachen. Inventar. Wie gucken wir uns jetzt mal an? Also sie bekommt erstmal das Ding hier. Wissen. Komm, wir machen mal bei ihm hier. Ah, dafür, das geht in diesen Slot rein. Okay. So, was macht das jetzt? Wissen ist gut. Helden im Level bekommen... Ah, Helden im Level bekommen plus 2 Intelligenz. Und das macht... Bestimmt den Bonus, den dein Held erhält, wenn er ein Modul manipuliert oder repariert. Okay. Okay. Tja, also Erste-Hilfe-Regeneration wäre natürlich toll für unseren Tank sozusagen. Und jemand, der Sachen reparieren kann, wäre natürlich auch toll. Können wir uns aber beides zusammen gar nicht leisten. Hattest du nicht irgendwie eine Fähigkeit, dass ich... Das ist eine interessante Frage. Muss er den Level öffnen? Also die Wissenschaft öffnen oder muss das, ist es egal, wer das macht? Wir testen das mal. Ich habe bisher immer mit ihm geöffnet. Dann machen wir das erstmal weiter. So. Ah, jetzt hätte ich mal genauer hingucken sollen, wie viel ich vorher hatte, ne? Wäre ja sinnvoll gewesen. Aber ich glaube, es hat gezählt. Scusi, Dame, du gehst wieder zurück in den Raum. Genau. Bitte die mal abknallen. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt den Raum auch sichern erstmal. Wir haben hier noch Räume sonst. Also klar, in den Raum können wir ordentlich Verteidigung reinbauen, prinzipiell. Aber ich habe überhaupt keine Stellen, wo ich weitere Module im Moment setzen kann. Das ist echt rar gesät aktuell. Hier kann ich auch nicht bauen durch den Helden, ne? Ich hätte ja eigentlich gerne ein zweites Industriemodul gebaut. Oh doch, das geht. Okay, gut. Dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Dann werde ich jetzt hier erstmal richtig Verteidigung aufbauen. So. So. Zack. Okay. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 immerhin. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen weiter, aber erstmal nach unten. Okay. Der Raum ist auch sicher. Cool, da kommt von unten jetzt gar nichts. Das ist ganz schön eigentlich. Komm, du gehst auch in den Raum und du auch. Ah ja, warte mal. Wie war das mit dem Folgen? Wir hatten uns das ja durchgelesen. Held Folgen war F oder so? Ich will jetzt nicht irgendwie rumprobieren. Folgt der Held F. Okay. Du? F? Au. Oh. Ich springe auf den Helden und mit Tab springe ich hier hin. Und nicht der Held folgt jemandem, ich folge dem Helden mit... Oh Gott. Ja. Aber ich kann mehrere auswählen und dann in eine Gruppe machen. Hervorragend. Und jetzt kann ich aber auch gemischte Gruppen machen. Das heißt, ich kann dem auch die zwei zuordnen. Ja, okay. Dann macht das vielleicht doch Sinn, sehr viele Gruppen anordnen zu können. So, jetzt nicht dein Ernst. Schon wieder ein leerer Raum? Was ist das? Es ist schon wieder ein Raum ohne Dings. Okay, ja. Dann geht's hier lang weiter. Ein Raum, der mit Energie versorgt. Wow, der geht voll auf unsere Helden los. Okay, und der war nicht gerade schlecht. Nahrungsmodul.
Oh, ich habe eventuell missgebaut. Ich habe nicht gesehen, dass hier noch eine Tür ist. Ich dachte, das wäre ein Endraum. Das war eventuell gerade nicht so gut. Gut, dann müssen wir das jetzt einfach selber sichern. Mal gucken. Hoffen wir mal, dass wir das gesichert kriegen. Die sind wirklich hart hinter uns her, ne? Irgendwie. Wir haben einen weiteren Raum, den wir sichern können. Dann nehmen wir den hier ein. Ich glaube, wir können nach hier unten eine Verbindung ziehen. Greifst du diese Dinge an? Nee, ne? Du gehst da dran voll vorbei. Ah, aber wir haben hier Dust liegen. So. 69. Ja, dann würde ich erstmal die Tür hier einnehmen. Okay, was machst du? Sekunde, ich pausiere mal. Angriffskraft mal 1,8. Für Helden. Für kleine Module im Level. Ah, und für Helden im Level mal 0,5. Das heißt, ich hoffe, plus die mal 0,5, weil sonst werde ich gerade voll dadurch geschwächt. Mal 0,5 wäre echt hart. Da wäre ich voll schwach. Ich glaube, ich bin voll schwach, ne? Kann das sein? Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher. Wir müssen eventuell vorsichtig sein. Okay, soweit ist gut. Ich lasse jetzt den Raum hier. Wo kommt ihr denn her? Sekunde. Wie kann ich denn seine Fähigkeit benutzen, ohne dass. Ah, ihn einfach sein Porträt anklicken, na klar. So. Was hattest du? Du hattest auch noch Verstärkung. Okay. Nutzen wir mal beides hier, weil ich echt unsicher bin. So. Ja, den Raum noch. Die Tür mache ich jetzt gar nicht erst auf, weil dann wissen wir, dass die hier durchgehen müssen. Das ist mir sehr angenehm eigentlich aktuell gerade. Übernehme ich vielleicht sogar noch diesen Raum jetzt hier? Ja, ich habe ja die Energie. Und den Raum hier hinten, das klappt ja bisher hier ganz gut. Das Zeug schafft das ja. Danach hier oben weiter. Warte mal, Ruhe, ich öffne die Tür. Errungenschaft freigeschaltet. Spare Zeit. Was? Sekunde. Spare in der Zeit, so hast du häufe mehr als 300 Win an. Was ist denn Win? Okay, ich weiß echt nicht, was ich da angespart haben soll, aber. Wow! Jetzt haben wir ein Problem. Der ist voll durchgerannt. Können wir hier die Tür. Oh Gott. Du hast die Fähigkeit nicht. Jetzt müssen wir auf ihn hier echt tierisch aufpassen. Die beiden rennen. Wir verlieren hier gerade richtig Punkte. Er muss geheilt werden. Ihr seid da? Okay. Dann bitte wieder in den Raum. Heilen. Oder haben wir richtig Dust gerade verloren? Also richtig heftig. Ich dachte halt, wir laufen da eigentlich gut, aber dann machen wir das so rum. Dann bekomme ich vielleicht wenigstens. Habe ich vielleicht wenigstens die Chance mitzubekommen, dass sowas schief geht. Und dann mache ich hier nochmal Verteidigung. Dann müssen sie an dem Raum nämlich auch noch vorbei. So.
Okay. Gefällt mir nicht. Ich hätte gerne weniger verbraucht an Material, aber wir haben alle Plätze bebaut, bis auf den hier, ne? Ja. Ich mag jetzt eigentlich keine Plätze mehr bebauen, weil ich jetzt halt echt nicht weiß, wie groß halt der Level noch ist. Ich gehe davon aus, dass er halt nicht mehr allzu groß ist. Ah, so klein ist er aber auch anscheinend auch nicht. Gott, was hier alles spawnt, ne? Okay, muss echt aufpassen. Was? Was? Boah, wie plötzlich ging das denn auf einmal? Hab ich echt nicht aufgepasst. Schiete. Wow. Boah, da, irgendwas macht da richtig Schaden. Wow. Was passiert denn da? Boah. Okay, könnt ihr fliehen? Kumpel, kannst du fliehen? Nee, ich möchte nicht, dass ihr in Nahkampf geht, wenn es irgendwie sich jetzt vermeiden lässt. Oha! Und wir haben sie jetzt endgültig verloren? Ernsthaft? Die ist uns jetzt komplett draufgegangen? Oh, nee! Oh, der erste Tod eines meiner Helden. Krass. Boah, das. Da muss ich echt besser aufpassen. Da muss ich echt tierisch besser aufpassen. Wir haben jetzt quasi keine Nahrung mehr, weil ich übelst heilen musste. Ich glaube, das ist halt wirklich diese Stele hier. Ich glaube, die schwächt uns ganz enorm. Du hast soeben Schwester Diana Ratchet im Kampf verloren. Willst du ein Taschentuch? Oh, was für ein. Ja, der Sechsschützer ist halt der, den wir für sie extra gekauft hatten. Arg. Na gut, wie sieht's mit eurem Inventar aus? Du hast das Ding, okay. Boah, wenn ich daran denke, wie viel Nahrung wir eben gerade noch hatten, wie wir da gerade durchgezogen sind. Oh, weia. Ja, nein, wir machen gleich die Flucht hierhin. So, wir gehen gleich hierhin. So, sehr gut. Wow, das ist echt nicht so angenehm gerade. Wow. Wow. Habe ich mich jetzt in eine doofe Situation manövriert? Kaum noch Nahrung? Meinen dritten Helden verloren. Wir können uns auch nicht so bald einen nachkaufen. Ja, nee, ich lasse das jetzt mit kämpfen. Oha, wie viele Viecher. Okay. So, wir haben ein bisschen Energie bekommen, das heißt, die setze ich natürlich auch gleich wieder ein. So.
Ja, dann müssen wir hier weiter. Wir müssen den Ausgang finden. Auweia! Das war jetzt auch nicht clever. Kein Auslöser? Keine? Nichts? Okay. Oh Gott. Das sieht für mich wie der letzte Raum aus. Aber ich habe keine Meldung, dass es der letzte Raum ist. Normalerweise komme ich durch die Meldung. Du hast soeben den Ausgang gefunden. Ja, aber auch den letzten Raum. Ist noch irgendwo eine Tür, die ich nicht geöffnet habe? War das letzte Mal, dass wir alle Türen geöffnet haben? Da bekommen wir die Meldung jetzt nicht mehr. Achso, hier ist noch eine Tür, die ich öffnen kann. Vielleicht liegt es da dran. Vielleicht liegt es tatsächlich da dran. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Wir müssen jetzt natürlich unseren Weg sichern. So. Das und das wäre gut. Haben wir hierfür noch Energie? Ja, okay. Okay. Ich habe noch 117 Industrie. Noch 117 Industrie. Ich würde die mal hier nicht im Moment die Energie rausnehmen wollen. Weil eventuell, also den hier kann ich gar nicht die Energie rausnehmen. Weil ich möchte es jetzt aber noch nicht machen, weil wenn ich die Tür hier öffne, kann eventuell nochmal eine Auslösung passieren. Das wäre ganz schön, vor allem bei der Nahrung. Jetzt ist nur die Frage, will ich hier eventuell ein paar Schusswaffen hinsetzen, in der Hoffnung, also damit wir halt uns nicht mit den Viechern rumprügeln müssen, oder rennen wir schnell genug den Weg entlang, dass das nicht zu einem Problem wird? Puh, gute Frage. Weil, klar, die hier kommen noch, aber die werden für uns nicht zu einem Problem werden. Ich mache jetzt die Tür auf, dann haben wir den kurzen Weg. Was für uns zu einem Problem werden könnte, sind die hier oben. Oh, da fällt mir noch was anderes ein. Was auch zu einem Problem werden könnte. Mal gucken, wir probieren's. Es passiert nichts. Ist mir am liebsten. Ist mir absolut am liebsten. So, jetzt kann ich den Raum hier abschalten. Ja. Gut. Jetzt kann ich eigentlich auch die Räume hier, könnte ich theoretisch abschalten, aber ich lasse den hier ruhig mal an. Den hier mache ich an. Das passt, denke ich, mal gut. Du wartest mal in dem Raum hier. Du schnappst dir den Kristall. Und ab hier hin. Go for it. Mach hin. Oh mein Gott, da kommt so viel Zeug, ne? Hier oben spawnt nichts, das ist noch besser. Was da alles spawnt? Oh mein Gott. Du läufst immer nach. Ja, passt. Okay, super. Haben wir gut hingekriegt. Oh mein Gott. Ja, cool. Ich bin klaustrophob. Okay, Dialog fortsetzen. Tut mir leid, wenn ich plötzlich amok laufen sollte. Okay, war wahnsinnig viel Dialog. Oh, wir haben leider unsere coole Schützin verloren. Das ist so schade. Und ich habe noch einen Fehler gemacht. Ich hätte ihren Gegenstand an den Typen gleich verkaufen sollen, an den Händler, und gucken sollen, ob ich nochmal eins der anderen Sachen kaufe. Ja, naja, gut. Jetzt heißt es erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns auch zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Euer Sunny.